Landesparteitag der AfD Mecklenburg-Vorpommern am Samstag in Demmin. Journalisten sind vor Ort, fotografieren, berichten, dann dieser Antrag. Daraufhin geht alles ganz schnell. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer für den Ausschluss ist, dann bitte ich um erheben der blauen Stimmkarte. Ich darf Sie bitten, den Saal zu verlassen. Die Sicherheit, bitte führen Sie die Damen hier aus. Per Mehrheitsentscheid wird die mehrfach ausgezeichnete Journalistin Andrea Röpke vom Landesparteitag der AfD ausgeschlossen. Hätte ich nicht erwartet. Ja. Also, ja, ich habe es ja schon einmal in Bremen erlebt. Die bloße Anwesenheit reicht von kritischen Leuten und damit enttarnt sich die AfD ganz klar, wenn sie sich die Pressevertreter aussucht, die anwesend sein dürfen. Also, die Dame arbeitet halt eben mit Mitteln, die nicht unbedingt unter Pressefreiheit verstehen würde. Unter Pressefreiheit verstehe ich, dass ausgewogen berichtet wird. Und was ausgewogen ist, bestimmt die AfD? Ein eigenartiges Verständnis von Pressefreiheit. Auch die anderen anwesenden Journalisten überrascht und fassungslos. Sie musste dann unter dem Beifall der Mitglieder in diesem Saal den Parteitag verlassen, obwohl sie angemeldet war. Und natürlich ist das für ihre Arbeit eine absolute Einschränkung. Sie konnte sich dann kein abschließendes Bild von diesem Parteitag der AfD machen. Drinnen geht der Parteitag unterdessen weiter. Die Kandidaten für die Landtagswahl im Herbst stellen sich vor. Von dem Ausschluss der Journalistin zeigt sich Spitzenkandidat Leif-Erik Holm unbeeindruckt. Ich habe gegen diesen Antrag gestimmt, aber es sind ja hier zwei Güter, mit denen wir zu tun haben. Das eine Demokratie, das andere ist Meinungsfreiheit. Und das muss man eben bewerten lassen von dem Publikum, was hier die Entscheidungsgewalt hat. Das ist der Souverän, der Landesparteitag Mecklenburg-Vorpommern. Und der hat eben mit großer Mehrheit entschieden, diese Frau Röpke, die passt hier nicht her, weil sie komische Dinge tut. Das ist der Hintergrund. Wie gesagt, es geht nicht darum, Kritik zu verhindern. Die Logik, wenn sich der Souverän gegen Meinungsfreiheit entscheidet, ist das in Ordnung. Den DJV erinnert das an längst vergangene Zeiten. Wir dürfen uns das nicht gefallen lassen, dass uns andere diktieren, was und wie wir berichten. Da müssen wir stärker auch gucken in den Medien, in der Gesellschaft, wie wir, ich will jetzt nicht sagen entlarven, aber doch gucken, was will diese Partei wirklich. Ich glaube, bei der AfD ist das auch so eine Art Minderwertigkeitskomplex. Man fühlt sich immer schlecht behandelt, man fühlt sich benachteiligt, gerade in der Berichterstattung. Ein Blick zurück. Andrea Röpke musste schon einmal Erfahrung mit dem Presseverständnis der Partei machen. Bei einem Wahlkampftermin in Bremen war die Fachjournalistin für Rechtsextremismus unerwünscht. Auch Parteigründer Lucke selbst setzte auf einem Parteitag Anfang 2014 Journalisten vor die Tür. Ich bitte jetzt um das Handzeichen von denjenigen, die dafür sind, dass wir die Presse und die Öffentlichkeit ausschließen. Doch nicht alle in der Partei tragen diesen Kurs mit. Ich habe ihm sofort widersprochen, und zwar mit der Begründung, dass wir als Partei doch nur realistischerweise die Wahl haben, die Journalisten entweder aus erster oder aus zweiter Hand zu informieren. Und da ziehe ich die Information aus erster Hand natürlich vor. Die Führung sagt zwar, wir sind für Transparenz, wir können es uns als AfD nicht leisten, gerade diesen Gedanken da einzuschränken. Wir stehen ja für Transparenz, das hört man immer wieder bei der AfD. Allerdings lässt die Führung die Basis dann viel zu oft gewähren. So wie am Wochenende in Demmin. Bei vielen sitzt das Misstrauen gegenüber Journalisten tief. Also ich bin davon überzeugt, dass das, was hier gesagt wird, nicht so gesendet wird. Das ist meine feste Überzeugung. Ich denke, es wird weggelassen, es wird verdreht oder manipuliert. Welches Verständnis von Presse es bei einigen in der Partei gibt, wird schließlich am Sonntag deutlich, mit einem Antrag, der sich exklusiv dem NDR widmet. Ich möchte, dass wir darüber abstimmen, dass der NDR eine Redezeit von 3 Minuten erhält, um Stellung zu beziehen zu ihrer gestrigen Berichterstattung unseres Parteitages. Der Antrag wird fallen gelassen. Trotzdem Misstrauen, Rauswurf, Rechtfertigung. Was sagt das über das Selbstverständnis einer Partei? Wer von sich behauptet, demokratisch zu sein, sollte Öffentlichkeit nicht scheuen, oder? Die AfD nimmt ja für sich in Anspruch, Meinungsfreiheit ganz nach vorne zu stellen. Ein Leitmotto ist Mut zur Wahrheit. Ich finde es dann ziemlich feige von der Partei, von den Mitgliedern zu sagen, wir wollen einzelne
Pressevertreter ausschließen, wir wollen die nicht bei uns haben, wir wollen uns von denen nicht in die Karten blicken lassen, möglicherweise, weil dann auch ja, Kritisches berichtet wird. Aber das ist unser Job. Wir berichten kritisch über die AfD.